Hallo und da sind wir wieder mit einem etwas verbesserten Opfergrußschwert und einem ins Herz geschlossenen Mädchen. Naja, und einer Entschlossenheit des Recken. Einfach weil ich noch ein Artefakt haben wollte, was ihre Verteidigung ordentlich boostet. Und da war das Beste. Und ansonsten sind auch eigentlich alle auf plus 4. Außer hier die Feder, die ist auf plus 5, weil ich da einen Bonus bekommen habe. Ja, ansonsten, sie ist halt eine Heilerin, ne? Die Attribute sind leider immer noch nicht so gut. Aber naja, es sollte reichen. Hoffe ich, denke ich. Den Kollegen hier werden wir allerdings nicht mit dem Team machen. Das sollte jedes Team schon schaffen. Bap! Ach ja. Eigentlich wollte ich doch das hier. Brace yourself. Ah, super. Ach Mann. Könntest du mal... Nee. Wieder hier außer Reichweite. Jetzt einfach dafür sorgen, nicht von dem getroffen zu werden. Oh, nö, 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 nö. Das kenne ich, das hat eben schon fast Chongyun weggehauen. Oh! Nein. Ah, sie hat Eier... Oder er hat Eierka. Yes! Wir haben Goliath erhalten. Ernsthaft, Junge.
Dann mache ich es eben so. Oder so. Oder so. Oder so. Oder so. Siehst du, was ich meine? The Ballad of the Treasure Chest. Ich würde sie ganz gern mal hören. Noch schnell, Goliath. Lähme einen Ruinenkoloss, indem du seine Schwachstelle triffst. Oh, okay. Fehlt nur noch Profi-Cool. Ein Frostarm Lava-Cool besiegen, bevor seine Dämonenform abläuft. Ja, das wird auch. Sowas ist auch spaßig. Aber eigentlich gar nicht mal so schwierig. Einfach seine Dämonenform erstmal runterhauen und später darauf achten, dass bevor er stirbt, er seine Dämonenform zweites Mal wieder aufbaut. Dann ist das ziemlich easy. Können wir... Nö. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ach, können wir davon vielleicht ein Foto machen? Nee, ich glaube nicht. Okay, machen wir hier mal auf. Hui! Bitte nicht gebufft. Wouldn't gliding be faster? Let's play. Yeah. Jetzt ist aber. Na. Unexpected, but welcome. Ich muss mal. Moment, seine Elementarkunde ist auf 152. Okay. Ich muss mal ausprobieren, wie. Moment, welche Elementarkunde hatte. Hat Jean? 11. Okay. Die hat davon ziemlich profitiert immer. Die Glocke, die auf der Karte markiert ist, scheint hier zu sein. Wir müssen erst die Monster loswerden. Lass sie uns läuten. Ja, ja. It was worth the trouble. Ja. Spirit Blade. Attack! Ouch. Let me leave you a verse. A touch of frost. Ach so, ja. Ist ja ganz toll. Die Pfeile von Bogenschützen, die werden nicht von John Jungs Aura betroffen. Wer hat sich denn den Quatsch ausgedacht? Ouch. Und ja. Ich weiß, es macht nicht so viel Schaden, wie es eigentlich könnte, aber so, was sollte es eigentlich? Ich bin gerade
Ach, nur Einhänder, Großschwerter und Stangenwaffen. Okay. Ja, gut. Eisiger Schwert war... Ach, so, okay. Da muss ich mal schauen, dass ich, zumindest mal Chongyun oder auch Chichu eine höhere, Autsch. Dass ich denen eine höhere Elementarkunde gebe. Ja, och nö. Wie kommt ihr jetzt auf den Blödsinn? Ja. Ich wollte eigentlich auf Sayuta gehen, aber na gut. Na komm. Komm, Sonic für Arme. Oh, sie hat ein Blatt gemacht. Darfst du auch die Glocke läuten? Das hat jetzt reichlich wenig verändert. Aber das heißt ja nichts. Hier soll doch irgendwo noch ein... Nö. Ah, zumindest das Tor ist offen. Aber kommt schon, Mihoyo, Leute! Wo... Hier oben? Nö. Wo habt ihr diesen Kristall versteckt, ey? Ah, doch, hier oben. Okay. So. Dann geht das nachher da hinten weiter, oder wie? Und dann würde ich sagen... Ach so, naja, das Stück können wir noch gehen. Andererseits mit nur zwei Charakteren. Auch nicht unbedingt das Beste. Oh. Vielleicht schauen wir uns hier auch einfach erstmal nur um. Und später gehen wir dann irgendwann mal hier wirklich weiter. Ein Helikool. Ah. Wenn wir schon deinen Seelengarten gefunden haben, dann können wir dich da auch jetzt hinbringen. Und würde es bei dem einen Helikool bleiben, wäre das ja gar kein Problem.
tut es wahrscheinlich nicht, aber für eine normale Truhe, was könnte da kommen? Noch zwei, drei normale Helikule und... Ja. Na, kommt. Hui. Kommt. Hat dann doch ja geklappt. So, gut. Nee, teleportieren wäre schneller. Und zwar nach Mondstadt zum Windstieg. Kennst du ja, da regenerierst du dich sowieso immer wieder. Na komm. Sehr schön. Übrigens, ich habe noch keine Vorschläge bekommen, was ich zur Folge 200 machen soll. Jetzt mal nur so. Nur so. Nur so, nur so, nur so. Ah ja. Stimmt, das war der, da kommen wir nicht ran. Ich finde, hier ist die Musik irgendwie nicht ganz so passend gewählt. Sollte irgendwie was, naja, düstereres sein, finde ich. Would gliding be faster? Ich habe auch, aber auch gesehen, ich muss mal... Ich muss mal wieder Artefakte farmen und sowas. Wie sieht das eigentlich bei dir aus mit... Was hast du da? Haarreif des Verbannten erhöht die Aufladerate. Moment. Ich weiß aber gerade gar nicht. Blume des Verbanden Wanderarzt. Genau, Ausbilderbrosche. Der Ausbilder? Ja, aber Ausbilder ist eigentlich ein ziemlich schwaches Set. Habe ich auch nicht viel für. Pyroschadensbonus kann der eigentlich gar nicht gebrauchen. Kryoschadensbonus. Ey,
die Ausbildersachen hat Kea noch. Da sieht man doch, wie toll die sind. Kritisch. Der hat momentan alles plus 4, ne? Ja, sagen wir mal. Nee. Bis auf das plus 8. Kritisch Treffer. Was? Mit Lebens. Ach, klar, den Haarreif. Da wäre das ja eigentlich die bessere Wahl, der Ausbilderhut. Hier Kryoschadensbonus. Mal sehen. Das Stein der Lichtjagd. Ja, Yunjin benutze ich ja momentan eh nicht. Da können wir das wechseln. Hat Chinchu hat doch auch keine Ausbilder. Ausrüstung. Also. Hier die Ausbilder-Stoppuhr und der Wanderarzt-Krug. Die Ausbilder-Teetasse muss ich erstmal verstärken, um zu... Achso, ja, das haben wir ja gerade alles. Sehr schön. Ja, und da verließen sie ihn schon wieder. Aber das reicht dir jetzt, um auf Stufe auf plus 4 zu bekommen. Aufladerate. Elementarkunde und Angriff höher oder kritischer Schaden und Aufladerate. Ich würde sagen, der Wanderarztkrug ist die bessere Wahl momentan. Dann würde ich hier... Wenn ich eh auf Elementarkunde gehe, könnte ich auch die Ausbilderstoppuhr nehmen. Ja. Dann ist seine Elementarkunde jetzt auf 130. Und bei einer Elementarreaktion auf 120%, die ja super einfach ist mit Chinchu. Was jetzt allerdings auch heißt, ich muss das mit Artefakten verstärken, die ich nicht habe. Ich glaube, das Wunderset würde ich eh niemals verwenden. Also hau ich das jetzt einfach mal rein. Und ja, ich muss mal wieder farmen hier auf dem... auf dem Account. Ich habe seit Wochen, Monaten... nichts mehr hier gefarmt an ja, die Ausbilderstoppuhr ist eigentlich blöde für die jetzt was auszugeben, aber wenn ich die Elementarkunde hochpushen will, dann macht das ja nur Sinn, ne? Wagemut. Fernweh.
Ja, stimmt. Die ganzen Hörner hier. Du gibst nur Lebenspunkte und Verteidigung. Angriff behalte ich mal. Du gibst auch Angriff. Dann plus 18. Plus 24 dann insgesamt. Und ein paar LP. So, und das haben wir. Die kritischen Treffer braucht er eigentlich überhaupt gar nicht, aber Wagemutes. Das war der letzte Part, den ich aufgenommen habe für euch, der von gestern. Glückspilz. Ja, das kann ich eigentlich auch mal wegtun. Und Wanderarzt sowieso. Verbannt aber. Also ich erwarte jetzt nicht von dem, dass er hohen Crit-Schaden macht, absolut nicht, aber wenigstens ein bisschen wäre schon ganz nice. Obwohl, wer die Berserker-Sanduhr bekommt, der obwohl, die brauchen meistens auch schon ein bisschen Verteidigung, das kann nicht schaden. Na komm, Weihsalbe. So. Gott, ey. Dann geht's hoch bis 274 Elementarkunde. 17,1 kritischer Schaden, das ist nix. Kritische Trefferchance, aber naja. Moment. Na, 274 und wie viel bringt das jetzt? Moment, habe ich seinen Angriff? Nee, sein Angriff ist immer noch recht hoch. Ich verstehe gerade nicht. Oder könnte es sein, dass... Ja. Weil eigentlich sollte die freigesetzte elementare Kraft durch die Erhöhung der Elementarkunde steigen. Aber es könnte sein, dass sich... Fähigkeitsschaden 200... Dass der Schaden, der nicht steigert. Autsch. Swift and merciful. Rain outlines your fate.
Autsch. Wouldn't gliding be faster? Yeah. Ey, könnte ich auch mal treffen? Ja, ich treffe gar nichts mehr. Ah, komm. Immerhin trifft er Venti nicht. Hehe. Na komm. Hau drauf. Machst du verlatt, ey. Wie nervig. Und wir haben Venti verloren. Unseren besten Mann. I ride on wind and cloud alike. Yep. Wir überziehen ja eigentlich schon wieder, aber... Und damit verabschiede ich mich und sage Gruß, Zynas Fan.